Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eladon zu einem neuen Part Pokémon Sonne mit dem Zwergenfürst. Ja, wir sind hier in der Villa von Team Skull. Und ja, draußen regnet es noch. Aber ja, hier regnet es scheinbar immer in diesem Ort. Jedenfalls werden wir uns heute an Bromley wagen und vielleicht, was heißt vielleicht, wir werden Bromley heute besiegen. Aber erstmal müssen wir an den Wachen vorbei. Das tun wir direkt nach dem Intro. Los geht's mit dem Intro. Auf die Tür. Wollen die gar nichts machen? Hallo? Haltet mich auf. Tja, war das jetzt clever von dir herzukommen? Wer weiß. Ich schätze, diese Frage kannst du dir nur selbst beantworten. Du willst da echt rein? Geht's dir da nicht die Muffe? Nö. Ihr wollt mich wirklich nicht aufhalten. Ich wollte mich wirklich nicht aufhalten, da rein zu marschieren und euren Boss zu erledigen. Okay. Das sind aber schlechte Leibwachen, die du da hast, Bromley. Kein Erbarmen, keine Gnade. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Oh yeah, ich bin der größte, große, böse Bromley. Das ist echt mal eine schöne Abwechslung. Bist du extra den weiten Weg zu mir gekommen, um von mir Platz gemacht zu werden? Platz machen? Ich werde hier dich Platz machen, nicht du mich. Da von du mich Platz machen kann gar keine Rede sein, also... Hau mal bitte auf damit. Du bist nicht zum Kämpfen hier. Dann wohl wegen dem Mangunio, was? Ach stimmt, ich wollte ja, dass du herkommst. Hat er das vergessen? Mark! Du hast dich also für ein fremdes Pokémon ganz alleine in unser Versteck geschlichen. Reicht's dir nicht, dass du dich schon um deine eigenen Pokémon kümmern musst? Du bist eine ganz schöne Spinner. Und was macht man, wenn man die Technik mal wieder spinnt? Man haut ordentlich drauf. Jedenfalls funktioniert das bei mir immer. Ich muss zugeben, dass dann meistens nicht mehr viel davon übrig bleibt. Egal, jetzt bist du dran. Und wir fordern Team Skulls Boss. Bromley heraus. Skullboss Bromley fordert sich heraus und er hat nur zwei Pokémon. So, passt ja zu Team Skullboss. Ich denke nicht, dass das jetzt sonderlich schwierig wird, zumal das Pokémon gerade Level 37 ist, nicht viel größer als die restlichen Pokémon aus Team Skull. Ich zeige euch nochmal die Z-Attacke von Frigero. Frigero oder so ähnlich. John hüllt sich in Z-Kraft. John nimmt alle seine Kraft zusammen und setzt Hyper Dark Crusher ein. No, das hat was gebracht. Rückzug. Ach, das ist sein Lieblings-Pokémon. Du bist dann noch aus dem letzten Part.
Sein Lieblings-Pokémon des Monats. Och, der Ariados, das kriegen wir auch noch hin. Mit einer leichten Feuerattacke. Wir haben so gut wie gewonnen. So, nochmal schnell Feuerzahn einsetzen und dann ist das Ariados auch hinüber. Ihr merkt schon, meine Stimme ist leicht angeschlagen, aber das hat mich ja noch nie von Let's Plays abgebracht. Lucas erreicht Level 42, 35 und weiterkämpfen. Das zweite haben wir ja auch schon fast besiegt. Ihr seht es selbst. Nitro-Ladung, ja, es ist fast nicht notwendig. Ich hätte auch einfach bis einsetzen können. Ja. Wir haben den Team Skullboss Bormley besiegt. Das war nicht sehr schwer. Abgefahren. Du bist echt abgefahren. Ja, das hätten wir glatt noch im letzten Part schaffen können, wenn ich das gewusst hätte. Dann hätte ich den Platz noch im letzten Part mit geholt. Sagen fürs gewinnt 4.320 Pokédollar und geht selbstverständlich siegreich aus diesem Kampf gegen den Team Skull Boss hervor und hofft, dass sie sich nun endlich mal auflösen würden. Na, was sagst du nun? Was treibst du denn da? Hey, du da, gib ihm das Pokémon zurück, das wir gestohlen haben. Mag. Ja, der verdünnisiert sich gleich, der Team Skull Rüpel. Irgendwann mach ich dich platt. Ich habe noch ein Ass im Ärmel. Du wirst schon sehen. Aber vielleicht lassen sie erstmal diese Stadt in Ruhe. Aber sie lassen uns scheinbar in Ruhe. Oh, der Polizist, der uns reingelassen hat. Gehört dieses Ding zu dir? Es war völlig außer sich vor Freude, als es mich entdeckt hat. Es muss ganz schön unter Schock stehen, sich so über einen alten Knacker wie mich zu freuen. Was habe ich mir mit dir nur wieder eingebrockt? Du bist auf Inselmannschaft, Aber keine Sorge, deshalb nehme ich dir noch lange nicht auf die leichte Schulter. Du hast im Alleingang Team Skull fertig gemacht. Mit dir ist nicht zu spaßen, das ist klar. Pass auf, ich heile deine Pokémon für dich. Sag mal, bilde ich mir das nur ein oder treiben sich hier plötzlich viel weniger Skull-Heinis herum? Die meisten von ihnen haben wahrscheinlich zusammen mit ihrem Boss die Fährte gemacht. Okay, ja so. Und schon ist die Ruhe dahin. Grunia. Oh, du Armes, du hattest bestimmt große Angst, Nein, nur alternative Freude. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Zwangfürst. Du bist wirklich klasse. Onkel Yasu, du bist doch ein Polizist und ein ziemlich guter noch dazu. Dann benimm dich gefälligst auch wie einer und behalte Team Skull besser im Auge. Wofür wohnst du denn
sonst hier in Peru? Die Miete ist hier einfach am billigsten. Dass ich hier direkt neben dem Hauptquartier von Team Skull wohne, hat keine beruflichen Gründe. Das musst du nicht verstehen. So bin ich eben. Das kaufe ich dir nicht ab. Das kann ich dir nicht abkaufen. Du bist nicht so hart, wie du immer tust. In Wirklichkeit sorgst du dich doch um die Pokémon, die von Team Skull verletzt werden. Anstatt sie der Erta Foundation zu überlassen, bleibst du hier und versorgst sie selbst. Du bist so ein Sturkopf. Komm, Mangunio, lass uns zurück zum Ätherhaus gehen. Mangu! Bis bald, Onkel Yasu. Wir sprechen uns später. Ich will doch einfach nur meine Ruhe. Schau später am Ätherhaus vorbei, ja. Also dann, Alola. Ich frage mich, wer glücklicher ist. Die Pokémon in ihren Pokébällen oder die Typen von Team Skull in ihrem Versteck. Ja, passt aber. Oh, die Barrikaden scheinen ganz weg zu sein. Komplett. Die zwei Barrikadenputzis hier stehen noch rum, aber... Ah, ich brauche eh keine Barrikade mehr. Ich trainiere jetzt lieber meine Skills. Skull-Skills, sozusagen. Hehe. Adios, Team Skull. Adios, vergeudete Jugend. Okay. Wie sieht's im Pokémon Center aus? Ach, die Deppen sind noch da. Die Deppen sind noch dort. Ja, aber ich bin nicht mehr dort. Ich verschwinde jetzt so schnell es geht hier weg. Dass wir so schnell wieder raus sind. Ich dachte, das wird jetzt noch ein umfangreicher, langer Kampf. Aber gut. So, los geht's. Ab zum Ätherhaus. Ätherhaus, das Dorf der Kapu. Der näher ran konnte ich nicht fliegen. War mir nicht möglich. Aber das ist ja hier direkt um die Ecke. Genau hier. So, da müssen wir jetzt das Ding wieder zurückgeben. Da sind wir wieder und wir haben Mangunio mitgebracht. Mango! Warum macht ihr denn so lange Gesichter? Tut mir leid, Zwergfürst. Ich kann mich gerade einfach nicht freuen. Aber warum? Was ist denn los? Team Skull wurde besiegt und... Ja, das Mangunio ist wieder da. Was gibt's? Es geht um Lilly. Sie ist weg. Einige Stunden zuvor. Ja. Oh, du bist ja noch hier. Löst du dich heute nicht plötzlich in Luft auf? Ich habe da ein paar wilde Geschichten über dich gehört. Das war eine völlig andere Situation. Damals hat Wölkchen seine Kräfte benutzt, um mich zu retten. Es sah keinen anderen Ausweg mehr. Das war alles meine Schuld. Aber ich habe mir geschworen, dass ich das nie wieder zulasse. Ich kann zwar nicht viel ausrichten, aber werde mich um jeden Preis verhindern, dass mein kleiner Freund seine Kräfte erneut einsetzt. Das habe ich Wölkchen versprochen und ich werde alles geben, um dieses Versprechen zu halten. Und
Und was war an dieser Lage, von der du da erfahrtest, so viel auswegsloser als an dieser? Glaubst du etwa, wir lassen dich türmen? Bist wohl ein bisschen naiv, Prinzessin, Lassen wir das. Ist ja nicht so, als wäre bei dir sonst noch irgendwas zu holen. Außerdem bist du ja eigentlich kein Stück besser als wir. Stimmt's, kleine Pokémon-Diebin? Ich komme freiwillig mit euch. Aber bitte, bitte, tut den anderen nichts. Okay, die kleine Rückblende haben wir jetzt gesehen. Sobald Lola weg war, kam dieses Franz zurück. Was? Lee hat uns alle beschützt. Dabei wäre das alles Pokémon-Trainer doch meine Aufgabe gewesen. Ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet Lilly diejenige ist, die Cosmog bei sich hat. Hä? Du kennst Lilly? Eure Unfähigkeit kennt einfach keine Grenzen. Dass Cosmog und Lilly in die Hände gefallen sind, ist einzig und alleine eure Schuld. Ihr macht mich so wütend. Und deshalb musst du uns bekämpfen. Weil wir dich mit Lügen machen. Okay. Kampf gegen Gladio. Team Skull Gladio fordert dich heraus. Der ist ja auch irgendwie von Team Skull. Irgendwie heißt. Irgendwie nicht, irgendwie aber auch schon. Ist noch nicht so ganz klar. Ob die jetzt dabei ist oder nicht, ist irgendwie. Seine Pokémon lassen darauf hindeuten. Von der Stärke her. Und von den Pokémon-Typen her, dass er Team Skull ist. Aber er scheint irgendwie ein bisschen. Ja, wie soll ich es ausdrücken? Er hat einen höheren IQ als der Rest von Team Skull. Deshalb glaube ich nicht so wirklich, dass der zu Team Skull gehört. Der scheint irgendwie mit denen unter einer Decke zu stecken, aber. Jetzt nicht wirklich mit dabei zu sein, also nicht wirklich jetzt ein eingetragenes Teammitglied, sondern eher so, ja, Aushilfsbote. So, das Golbert hätten wir erledigt. Typ 0, ach, das kennen wir auch schon. Kämpft natürlich weiter. Das haben wir mit John schon mal besiegt. Das hat John schon mal unter die Klauen bekommen. Nitro-Ladung. Das ist hier eigentlich die Frage. Wer ist der eigentliche Boss von Team Skull? Ist das wirklich der Fratz, den wir gerade besiegt haben? Oder ist das dieser Dario? Weil das vermute ich wirklich, dass der Gladio wirklich dahinter steckt und den. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, mein Kurzzeitgedächtnis ist wirklich nicht existent. Dark Lariat. Sneebel, okay. Sneebel hatte er ja auch noch. Unlicht. Wenn mich nicht alles irrt. Wenn mich nicht alles täuscht, heißt das. So. Aber das wäre auch erledigt. So. Quajutsbereich Level 44. Gladio wurde besiegt. Ich kann dich nicht ausstehen. Zwergfürst gewinnt 3040 Punkte. So, schreibt mal in die Kommentare, was ihr meint. Ist Gladio der wirkliche Boss von Team Skull? Und existiert sozusagen als
unsichtbarer Boss und der Heini dort in dem Thronsaal war nur sozusagen sein Stellvertreter und irgendwie sein Püppchen, sozusagen seine Strohpuppe. Oder denkt ihr, Team Skull hat mit Gladio gar nichts zu tun, also Gladio hat mit Team Skull gar nichts zu tun und der ist einfach irgendwie anders? Schreibt es mir in die Kommentare. Entschuldige, dass ich diesen sinnlosen Kampf angefangen habe, aber ich habe es euch doch schon erzählt. Ihr wisst doch, dass Cosmog eine schreckliche Katastrophe in Alola auslösen könnte. Wir müssen es sofort zurückholen. Am besten machen wir uns sofort auf den Weg. Ich warte am Pier der Insel auf dich. Oder willst du gleich mitkommen? Von mir aus kann ich gleich mitkommen. Los geht's. Gut, gehen wir. Der Pier der Insel. Jetzt legen wir ab zur nächsten Insel. Wir warten noch auf Kali, nehme ich an. Er wird schon gleich kommen. Das habe ich mir schon gedacht. Tali ist wirklich eine Nummer für sich. Er gibt sich alle Mühe, nicht ständig im Schatten seines beeindruckenden Großvaters zu stehen. Ich könnte das nicht. Und der Policeman wieder. Yasu, was machst du denn hier? In Pou können die Gauner von Team Skull von mir aus so viel Unfug treiben, wie sie wollen. Aber jetzt sind sie einen Schritt zu weit gegangen. Hey Junge, lass uns kämpfen. Du und ich. Ich bin nämlich der Inselkönig, falls du es noch nicht wusstest. Klar bist du der Inselkönig. Sagt ihr auch sonst. So siehst du aus. Glaube ich dir. Das ist eine gute Erfahrung für dich, wenn du in der Mannschaftschamp werden willst. Also, kannst losgehen. Ich habe gerade schon gegen den Gladio gekämpft, wenn es dich nicht stört. Würde ich das lieber lassen. So viele Kämpfe hintereinander müssen dann auch nicht sein. Der Weg hierher war echt anstrengend. Okay. Wenn du mich jetzt ohne einen Kampf zurückschickst, nehme ich dir das wirklich übel. Ah, los, geh zurück ohne Kampf. Ich habe einen Bismarck. Ah. Ja gut. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Kann losgehen. Na dann los. Inselkönig Yasu fordert dich heraus. So, Biris. Okay, der hat wieder drei Pokémon. Ich denke, das kriegen wir wieder hin. Das ist Level 38. Okay, das soll der Inselkönig sein. Von hier aus. Zurückgeschreckt? Was? Der wird nicht zurückgeschreckt. Auf die Plätze fährt's los. So ein Zorbiris wirst du besiegen. Was? Sternschauer hat keine Wirkung. Okay. Na gut. Holen wir jetzt wieder John. Und John muss es jetzt schaffen. Jetzt aber wirklich. Hab wieder Angst um Lea. Mein Team ist gerade so wunderbar. Das will ich jetzt nicht verlieren. Ach, du hast auch die Juwelenkraft. Oha. Das ist ziemlich effektiv. Vorsichtig. Nitro-Ladung. Okay, wir haben Lea wieder gerettet. Das ist schön. Immer wieder schön zu sehen, dass das Team sich gegenseitig stärkt. Und John erreicht Level 44. Flammenwurf. Er lernt Flammenwurf.
Gerne gegen Feuerzahn. 1-2 und schwupp, Feuerzahn vergessen und Klumpenwurf erlernt. 2 Pokémon bleiben noch. Slam, was willst du denn mit Slam? Nee. Rockamain. Okay, kann ich nicht aussprechen. Und weiter gekämpft. Rockaimann. Okay. Dark Lariat. Weil es so episch aussieht. Ja, ich weiß, das war nicht sehr effektiv. Oha, John wurde besiegt. So stark ist das Teil. Jetzt müsste ich prinzipiell Lea wiederbeleben. Und die das machen lassen. Aber ich kämpfe jetzt mal einfach mit Ben weiter. Weil Lea ist auch K.O. Donnerschock. Erdbeben. Ja, das ist die Attacke, die John zum Verzweifeln gebracht hat. Erdbeben ist auch irgendwie eine asoziale Attacke. Lukas! Ich würde mal John wieder beleben. Wir tanzen jetzt einfach aus der Reihe und scheiß auf Wettlochregeln. Das ist ein Inselkönigkampf angeblich. So, noch ein Trank für John. Ich muss das bloß irgendwie schaffen, also versteht mich richtig. Also könnt jetzt natürlich wieder 3 Versuche machen und dafür extra mich nochmal besiegen lassen. Aber ich denke, es wäre gut, wenn wir das jetzt beim ersten Versuch schaffen. Meint er nicht auch? Schattenstoß, das ist doch ganz gut. Mach Schattenstoß, Lukas. Oh. Scheint ganz gut zu sein. Nein, nicht Erdbeben. Oh, es hat gar keine Kostümspuk von Lukas wirkt. Erdbeben hat keine Wirkung auf Lukas. Ist das nice. Psychokinese. Doch, jetzt. Wieso hatte das beim ersten Mal nicht? Kannst du auch immer noch nicht aussprechen. Ewige Nacht könnte ich noch einsetzen, wenn es klappt. Erdbeben. Ja, das wird jetzt wirksam sein und Lukas zum Boden ringen. Ja. Los, John. Du schaffst es. Auch wenn ich hier auf Lukas setzen könnte. Nitro-Ladung. Ach komm, nein, Erdbeben. Was soll denn der Scheiß? Wie oft kannst du das jetzt einsetzen? Nitro-Ladung, mach's fertig. Ja, danke. Erdbeben, wer braucht denn so eine Attacke? Das ist doch einfach nur noch asozial. Entschuldigung, dass ich dieses Wort wieder in den Mund nehme, aber ist irgendwie so. Oh, Lea, er hat mir Lea geklaut. Nennt es nur ein Snowbody-Card. Nein! Ich hätte ihm einen Trank geben sollen. Mist. Robin, vielleicht kannst du es bringen. Überwurf. Ja, ich denke, das ist ganz effektiv. Es sei denn, das Nobody Cards bringt jetzt irgendwas, was mich jetzt großartig aus dem Gefecht bringt. Fensteraura. Wieso kann es Nobody Card Fensteraura? Was ist denn das? Los, Karate-Schlag. Was soll denn das? Fensteraura. Wieso kann ein Nobody Card Fensteraura? Das ist doch normal. Typ normal. Na ja, gut, ich habe ja auch noch Quaiutsu. Als Ass im Ammel. Ist jetzt nicht so
unwesentlich. Die dürfen wir hinkriegen. Oh. Obwohl. Wasserschuriken eventuell. Na komm. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Mann, nur zweimal getroffen. Komm, halt aus, halt aus. Ist das letzte Pokémon im Team. Du kannst es schaffen. Hypertrank, ja komm. Ja komm, ich hatte das schon fast besiegt. Ja, ja. Erst einen auf Polizist machen, aber dann einen Hypertrank schießen. Ich versuch's auch ohne Tränke. Zack. Zack. Einmal. Ach, ist wieder. Komm, ja, mach's kaputt. Ja, geschafft. Aber gerade so. Das ist richtig knapp. Aber beim ersten Mal. Zwergfest gewinnt 6240 Pokédollar. Geht siegreich aus dem Kampf gegen den von mir aus Champ, von mir aus Inselkönig von Unaula hervor. Man wird sich bestimmt noch herausstellen, ob der wirklich Inselkönig ist. Na sowas. Ich wusste ja schon, dass du so mutig und stark genug bist, um Team Skulls Villa aufzumischen. Aber das hier, stramme Leistung, auch von deinen Pokémon, lass mich dein Team schnell wieder auf Vordermann bringen. Okidoki. Hier, nimm schon. Scheinbar war wirklich der Captain, also nicht der Captain, sondern der Inselkönig. Ich entschuldige mich. Captain ist natürlich was niedriger Rangiges. Große Prüfung bestanden. Tatsächlich. Wann sollte er auch sonst kommen als. Wir wollten gerade ablegen. Ja. Wäre ja komisch gewesen, keinen Inselkönig auf der Insel zu haben. Und so geht die Prose für die Selbstkraft vom Typ Unlicht. Ah, richtig, war ein Unlicht, Pokémon. Na dann, entfernen wir sie mal aus, wenn ich lerne. Bist eingefroren? Nee. Damit hast du alle Prüfungen auf Ulaula bestanden. An dieser Stelle muss ich dir jetzt wohl gratulieren. Na dann, Glückwunsch. Jetzt hast du was zu erledigen, oder? Übertreib's nur nicht. Und was dich angeht, Gladio, wenn du wirklich stärker werden willst, sollst du dich nicht von Team Skull herumkommandieren lassen. Das ist richtig. Das ist sehr richtig. Zwergfürst! Wehe, du nimmst das Wort Spaß in den Mund. Wenn ich stärker gewesen wäre, hätte ich Lilly helfen können. Aber wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Ich will euch unterstützen, so gut ich kann, damit wir alle bald wieder lächeln können. Hehe. Wohin haben sie Lilly denn gebracht? Po kann es nicht sein, sonst hätte Zwergfürst sie sehen müssen. Du bist scharfsinniger, als du aussiehst. Sie ist im Ätherparadies. Im Ätherparadies? Müssen wir dahin jetzt wieder zurück?